Hallo Leute, schön, dass ihr wieder hier seid. In meinem letzten Video zu den Rezepturen ist die Frage aufgekommen, ob es möglich ist, dass Benutzer A die Datensätze einer Rezeptur verändern kann, während Benutzer B diese dann nur in die SPS laden kann. Die Antwort ist ganz kurz gesagt ja, und wie das genau funktioniert, zeige ich euch gleich. Wie im ersten Video habe ich bereits eine Rezeptur Getränke angelegt und die Variable mit der SPS verbunden. Nun wechseln wir in den Reiter Security und geben eine Bedienberechtigung für eine Benutzergruppe ein. In meinem Fall heißt die Gruppe Benutzerverwaltung. Somit ist die Rezeptur an sich jetzt schon geschützt. Nur das Blöde daran ist, dass auch die Datensatzanwahl mit demselben Label geschützt ist. Deswegen kopieren wir uns die Rezeptur und fügen dieses dann in ein frei verfügbares Bild ein. In diesem Bild vergeben wir jetzt dann ein anderes Security-Label oder auch gar keins, weil würden wir das nicht machen, wäre das etwas witzlos, wenn alle immer die gleiche Berechtigung haben. Aber wir wollen ja, dass Benutzer B keinen Schaden anrichten kann, sondern bloß die Datensätze in die SPS laden darf. Da kümmern wir uns jetzt wieder um die Einstellungen und wechseln auf Allgemein. Dort entfernen wir jetzt den Haken für Auswahlliste Rezeptur anzeigen. Die nächste wichtige Einstellmöglichkeit ist die Symbolleiste und hier entfernen wir alle Buttons bis auf die Möglichkeit, Datensätze in die SPS zu laden. Die letzte Anpassung, die wir jetzt vornehmen müssen, ist unsere Tabelle und hier entfernen wir auch wieder den Haken für Tabelle anzeigen. Dann sollten wir jetzt alle Einstellungen soweit durch haben und wir können das Ganze mal testen. Dazu logge ich mich in der Rezepturverwaltung mal als Administrator ein und lege eine Rezeptur an bzw. einen Datensatz. Das hat dann jetzt soweit geklappt, wie wir das wollten und wir wechseln in das Bild Rezepturanwahl. Dort loggen wir uns selbstverständlich als Administrator aus und wollen uns als normaler Bediener anmelden. Und wie ihr seht, kann der normale Bediener jetzt die Datensätze in die SPS laden, aber ansonsten nichts verstellen. Und genau das wollten wir ja. Sollte euch jetzt der Button Datensätze laden, der standardmäßig vorgegeben ist, überhaupt nicht zusagen, könnt ihr auch euren eigenen Button in ein Bild reinziehen. Und unter Ereignisse bei Betätigen können wir dann auswählen, dass er unseren Datensatz in die SPS laden soll. Dann gebe ich noch den Rezepturnamen mit an und die Variable des Datensatzes. Natürlich werden wir das jetzt auch gleich wieder ausprobieren. Und voilà, funktioniert. Jetzt zeige ich euch aber noch eine Möglichkeit, wie ihr die Datensätze laden könnt, und zwar durch die Wertänderung einer Variable. Diese Variable kann eine interne Variable der HMI sein oder auch eine Variable, die aus der SPS rausgesteuert wird. Dann gehe ich mal auf Alle Variablen anzeigen und lege eine Testvariable vom Typ Bool an. Das Ereignis kann jetzt komplett gleich wie vorher mit dem Button projektiert werden, nur dass das Ereignis halt bei Wertänderungen ausgelöst wird. Das heißt, wenn die Variable von 0 auf 1 wechselt oder von 1 auf 0. Zum Schluss zeige ich euch noch, wie ihr die Wertänderung in einer SPS realisieren könnt. Und dann sind wir auch eigentlich schon durch und ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Video weiterhelfen. Sollte es aber noch Wünsche, Anregungen oder sonst was geben, kannst du es gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und ein Daumen nach oben und ein Abo wäre natürlich auch gar nicht so schlecht. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.